Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Demo-Dienstags. Und heute spielen wir ja nicht unbedingt ein Indie-Game und das Ganze ist auch keine Demo, sondern, wie ihr hier schon seht, spielen wir Trackmania 2 Stadium. Das Ganze befindet sich momentan scheinbar in einer Open-Beta, ist kostenlos über Steam herunterladbar. Und ich denke mal, wir haben jetzt genügend gequatscht, wir wollen uns das Ganze jetzt mal angucken. Und Trackmania wird ja bestimmt vielen ein Begriff sein. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf den Server Zero Full Speed. Denn das Ganze gibt es jetzt bestimmt schon locker 5 Jahre. Da gab es ja Trackmania Nations und noch ganz viele weitere Versionen. Und wir starten jetzt auch hier direkt mit der ersten Map. Und ich kann euch sagen, das Spiel, für diejenigen, die es nicht kennen, birgt teilweise einen hohen Frustrationsgrad. Wenn man dann einen Fehler begeht, der kann einen schon... Ja, die Runde kosten, die Bestzeit, aber wir versuchen jetzt hier erstmal überhaupt eine Runde aufs Parkett zu legen. Die Zeit ist jetzt erstmal nebensächlich. So, jetzt geht es hier wieder links rum und ihr seht, das Ganze hat wenig mit Realismus oder sonst was zu tun. Ist jetzt keine Simulation. Das Ganze ist ein schöner, spaßiger Arcade-Racer. Teilweise gibt es dort auch Loopings und hier müssen wir jetzt wahrscheinlich mal kurz abbremsen. Oder schaffen wir das auch so um die Kurve? Ja, fast. Jetzt geht es hier wieder nach links und hier kommt auch der erste Looping. Und hier switcht das Ganze dann auch in eine andere Kameraperspektive. So, jetzt hier schön innen nehmen. Oh nein, jetzt crashen wir hier vollends und das kann uns schon die wichtige Geschwindigkeit kosten. Aber das Gute ist manchmal auch, dass man nicht wieder von vorne anfangen muss, sondern das Ganze speichert an bestimmten Punkten auch eigenständig ab. Warte mal, hier vorne war doch das Ziel und ich glaube, wir sind sogar ins Ziel gekommen, sind momentan auf Position 6. Also die schlechteste Zeit sind wir jetzt nicht gefahren. Und das Ganze versuchen wir doch jetzt mal zu verbessern. Ich meine, am Anfang ging das alles noch ganz gut. Dann hatten wir einmal diesen kurzen Crash und dann ja, hat uns das wertvolle Sekunden gekostet. Und, oh nein, das können wir jetzt schon wieder neu probieren. Und ich persönlich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich das einfach mal herunterzuladen, das zu testen. Die einzige Einschränkung ist, glaube ich, dass man dafür Steam benötigt. Aber die meisten von euch werden ja Steam sicherlich auf dem PC haben. Das sehe ich ja auch immer in unserer oder in meiner Gruppe Palutens Legion. Die ist schon seit mehreren Wochen offen, wer da gerne rein möchte. Da bekommt ihr dann immer die Informationen, wann ich Noob to Commander oder so spiele. Und oh, das war gestern schon wieder sowas von... Oh nein, korrupt! Okay, jetzt werden wir das Ganze nochmal... Warte mal, wie kommen wir denn wieder komplett an den Anfang? Das ist jetzt aber hier gerade ein bisschen nervig. Nur gut, da habe ich, glaube ich, bestimmt über 15 Minuten aufgenommen und auf einmal, blub, Bildschirm aus. Dann dachte ich, okay, was ist hier los? Und ja, dann ein paar Sekunden später ist mein PC ausgegangen und die Aufnahme konnte ich leider nicht mehr retten. Das war sowas von ätzend. Vor allen Dingen waren wir so viele. Ich habe relativ spät abends aufgenommen und wir waren, glaube ich, am Anfang bestimmt locker 10 Leute. Ja, tut mir wirklich echt leid. Aber... Das ist eben, manchmal ist man ein wenig an die Technik gebunden und dann verteufelt man sie, aber ohne kann man auch nicht leben. Nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt nochmal hier eine Bestzeit hinzulegen, das wird uns nicht gelingen. Genau, hier sieht man auch immer schön 11 Sekunden langsamer als unsere letzte Zeit. Und gut, Paluten ist jetzt bald auf dem letzten Rang, komm schon, das müssen wir doch jetzt nochmal hinlegen. Und ich glaube auf der rechten Seite sieht man die lokalen Rekorde und was ist Diddy Mania Records? Nun gut, das sind jetzt Sachen, die uns nicht interessieren müssen. Wir wollen jetzt erstmal unsere Zeit verbessern. Und da bin ich auch mal gespannt, wann die erste Einblendung kommt. Aber ich meine, am Anfang sind wir wirklich gut gefahren. Oh, und jetzt haben wir es gerade schon fast verbauert. Und, oh, wow, haben wir da gerade Glück gehabt. So, alles im grünen Bereich. Jetzt wieder nach rechts rum. Jetzt sind wir gerade... Nein, und jetzt passiert uns schon wieder der gleiche Fehler wie eben. Wow, das konnten wir gerade noch so abwenden. Sind jetzt knapp 1,5 Sekunden schneller. So, hier jetzt rum. Das schaffen wir auch noch sehr elegant. Komm schon, kein Fehler mehr. Und das war's jetzt auch schon mit dieser Runde. Und ich denke mal, ihr habt einen guten Einblick in das Spiel gewonnen. Und ich wiederhole mich gerne. Das Spiel gibt es kostenlos auf Steam. Ist eine Open Beta. Und ja, wer sich das holen will, der wird sicherlich sehr, sehr viel Spaß damit haben. Und ich meine, das ist kostenlos. Und es ist wirklich ein schönes Multiplayer-Game. Und für heute war es das dann auch schon mit dem Demo-Dienstag. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann wahrscheinlich wieder einen Indie-Titel greifen von der Xbox.
Und darauf könnt ihr dann auf jeden Fall gespannt sein. Haut rein und bis zum nächsten Mal.